Hallöchen, meine Lieben. Willkommen hier heute zu dieser Reaction, zu diesem Reaction-Video. Und zwar habe ich gerade erfahren von meiner Monster Hunter-Gruppe, dass ein Special Developer Update gerade gestreamt wurde. Und es geht wohl so ungefähr 14 Minuten. Hier geht das jetzt ganz los. Und da ich da schon ziemlich heiß und kribbelig drauf bin und es passieren könnte, dass wir ein bisschen ausrasten. Es ist ja so, Monster Hunter World hat ja, ist das beste Spiel der Reihe. Aber es hat zu wenig Content. Und deshalb wünschen wir uns halt unbedingt viel, viel mehr Content. Und wenn wir jetzt hier extra so ein Special Developer Update bekommen, wir wünschen uns natürlich nicht nur vielleicht auch neue Monster, aber vor allem unsere geliebten Monster von früher, die uns halt so sehr fehlen, dass die in das Spiel implementiert werden und dass das Rüstungssystem vielleicht ein bisschen verbessert wird, weil jetzt gerade gibt es ja zum Beispiel die Behemoth-Rüstung von der Final Fantasy, von dem Behemoth, und die ist halt so absolut overpowered für die meisten Sets, aber da werden sie wohl nichts dran ändern. Aber wir gucken uns das mal an. Mal gucken, was kommt. Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß noch nix. Junge, Junge, Junge. Hallo, Nergigante. Komm. Neue Welt, neue Monster von früher, ey. Es war so lange ruhig um dieses Spiel. Endlich kommt wieder was. Hallo. My name is Robo Tsujimoto from Capcom, here with a special developer update for Monster Hunter World. Today we've got some exciting news to share with all of our fans across the globe. Gut. Let's jump right in with information on updates for the console version of Monster Hunter World. Oh, guck. Oh, die Konsolenversion. Look at what's coming first. Er hat extra gesagt Konsolenversion. Console Version Update 1. Oh, wir sehen was. Oh, wir sehen was. Das ist doch dieser, das Scheißmonster. Ich mag das Monster ja überhaupt nicht, ne? Super langweiliger Kampf. Also später am Ende wird der Kampf cool, aber das ganze Minuten, stundenlange davor rumgeplänkelt, das nervt echt extrem. Cool wird Harad, genau. Überflüssig. Schade, dass ausgerechnet mit dem im Zusammenhang jetzt was kommt. Call of Terra, a monster previously featured in limited time events, is coming back, this time as an arc-tempered monster. The basic strategy is the same. Up to 16 players from your hub can join together in groups of 4 each in the Call of Terra. Na toll. As you work together to repel this hulking beast, raise your pursuit and reward. Ein total langweiliger, geskripteter, dämlicher Kampf kommt jetzt als kampfgehärtete Division. Okay, bin schon mal enttäuscht. By fulfilling certain conditions before it sheds its gold plating. Completing the siege under these conditions will give you a chance at some incredible rewards. Once you've incited arc-tempered Call of Terra's fury, it will unleash new powerful attacks. Work as a team to repel this challenging beast. If you meet certain conditions, na gut, es wird ja wohl nicht dabei bleiben, ne? You might find new rainbow items among your siege rewards. Ist ja wahrscheinlich nur die erste Info jetzt. It may even include all new appraisal weapons. We've prepared loads of new appraisal weapons for each weapon type, as well as a new gamma series of armor made from arc-tempered Call of Terra materials. Toll, schön. Was macht die Rüstung? With the introduction of arc-tempered Call of Terra, the standard Call of Terra will no longer appear. Okay. But don't worry, you'll still be able to obtain all of the previous rewards from the arc-tempered version. The arc-tempered Call of Terra siege will be available from 4 p.m. Pacific, December 19th, 2018, until 3:59 p.m. Pacific, January 3rd. Ach, das geht jetzt ja schon richtig los. Okay. It's a limited time only event, so don't miss out. Sollte man sich wahrscheinlich holen, das Set, ne? Aber das ist halt so ein langweiliger Scheißkampf. Next update. Next update. As you know, almost a year has flown by since the release of Monster Hunter World. Ja. We'd like to give a big thank you for playing to all of you hunters. Kein Problem, danke für das tolle Spiel. Another special thank you from the development team. Just in time for the one-year anniversary,
we'd like to announce the Appreciation Fest. Okay. The Appreciation Fest will have all your favorite features from the seasonal events, including a decorated gathering hub and special equipment that can be obtained from all new quests. As an added thanks, we've also prepared a slew of special anniversary quests for everyone. Stay tuned for more details in a future announcement. Okay. Okay, Update 3, jetzt mach was! Since its release, we've added a great variety of new quests, equipment, and other content to Monster Hunter World in the form of special collaborations. And we're not done yet. Okay. Please, take a look. Capcom? Ist ja Capcom. Geralt? Seem all bad, this jaunt through another world. Slaying monsters happens to be a particular specialty of mine. Let me handle this one, Hunter. At a price, of course. Name's Geralt of Rivia, Witcher. Oha! Geil, Alter, ich hab Gänsehaut gerade. Wie geil, wie man spielt als Geralt? Wie geil ist das denn? Ich bin so gespannt, was sie daraus machen. Ihr wisst, ich liebe The Witcher 3. Super geiles Spiel. That's right. Monster Hunter World is having a special collaboration with The Witcher 3 Wild Hunt. In this collaboration event, Geralt, the hero from The Witcher series, will find himself in the new world where he meets the members of the Research Commission. This collaboration also features unique quests that inject the immersive RPG experience of The Witcher 3. Wie geil! Das ist richtig cool. We're bringing you a brand new experience never before seen in the Monster Hunter series. Richtig geil, bin ich richtig gehyped drauf. We also prepared new voice recordings specially for this collaboration, complete with the original voice actors for the part of Geralt. Cool. The trailer showed earlier was in English, but the full update will also include voices. Ja, ich liebe die deutsche Stimme von Geralt. Spanish, Japanese, and Monster Hunter language. This special collaboration content is planned for early 2019. Okay, das ist schon mal mega cool. So far is only a teaser, but rest assured that we consulted closely with the developers of the Witcher series, CD Projekt Red, to make this an experience that everyone, including Witcher fans, can enjoy. Stay tuned for more details about this collaboration. Oh, viertes Update noch. For the next update, please check out this screenshot. Nergigante. Okay, was sehen wir noch? Many of you may know Nergigante as the main monster of Monster Hunter World. Providing a deep challenge for many hunters. Yeah. Now, Nergigante is appearing as an arc-tempered monster. Arc-tempered Nergigante is going to be a very tough opponent, so be prepared to have your skills put to the test. Ganz im Ernst, der ist schon in der gehärteten Version schwer. Okay, das ist cool. Das war auch der vom Anfang, das war schon der Arc-tempered. Lots of content and new monsters to Monster Hunter World through our title update so far. And Arc-tempered Nergigante is the last major new title update we have planned. Okay. But we have one more very important announcement for you. Das ist das letzte Update, was sie geplant haben. Schade. Schade, ich habe echt gehofft, dass sie da nochmal deutlich Content nachliefern. Wir sehen Rathalos. Rathalos fliegt weg. Anjanath ist noch da. Okay, Rathalos fliegt weg. Nichts verpassen jetzt. Rathalos fliegt weit weg. Oh, er fliegt weit weg. Wasser ist gut. Ja, Mann, was ist das? Wow,
Was ist das? Nein! Im Herbst 2019! Ne, Gigant! Quatsch hier! Ja! Nagakuga! 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 Wuhu! New Crest Rank Monsters Locals Moves. Oh, wie geil! Ein Add-on! Massive Expansion DLC! Jawohl, jetzt wollten wir doch haben! Nichts anderes wollten wir doch haben! Hilft mein lange Jakros, ich sehe dich jetzt schon! Oh, wie geil! Ich freue mich! We are now working on a massive expansion we're calling Monster Hunter World Iceborne. Woohoo! Monster Hunter World Iceborne will feature new quest ranks, locales, monsters, moves and equipment. You'll also get a full new story that continues from the ending of Monster Hunter. Story ist mir doch egal. This expansion will be the size of previous G or Ultimate entries in the series. Boah, was? Geil. Players of Monster Hunter World will be able to purchase Monster Hunter World Iceborne as an expansion to the original game. Geil. Ist aber ganz schön dicht bei der Eisplanet hier, ne? We're planning to release Monster Hunter World Iceborne in autumn 2019. Preis ist mir egal. Preis ist mir egal. Wird gekauft. For all of the title update contents for the console version we've announced today, including the Monster Hunter World Iceborne expansion, we're also planning to... Es ist so gemein, dass die PC-Leute wieder warten müssen. We'll let you know when these will become available in future announcements. I'm sure that many of you watching this are already playing and enjoying Monster Hunter World. Im Moment nicht, weil wenig Content. Some of you, however, may be interested and just haven't had the chance to try it for yourselves. For those of you out there who have not yet experienced the game, we're releasing a free trial version of Monster Hunter World available for a limited time only. Okay. This trial version gives you a full taste of what Monster Hunter World can offer, including quests, equipment crafting and upgrading, and online multiplayer up to Hunter Rank 4 and 3-star quests. Your save data from the trial version will carry over to the full retail version. Okay. Das ist eine Menge, diese Trial Version. Players of the trial version can even hunt online with players who own the retail version. So why not take this opportunity to introduce your friends to the world of Monster Hunter? Monster Hunter World Trial Version will be available from 4 p.m. Pacific on December 11th to 3 p.m. Pacific December 17th. Check out our official website for more details. Sehr gut. Also Leute, Monster Hunter spielen. Again, we'll be giving you another update on Monster Hunter World Iceborne in spring of next year. For now, that's all we have to share with everyone. We hope you continue to enjoy Monster Hunter World. Now let me say goodbye with these final words. Happy hunting! Woohoo! Happy hunting! Sehen wir noch irgendeinen Teaser oder sowas am Ende? Oh, wie geil! Okay, warte, ist noch nicht vorbei. Okay, doch, das ist das Ende des Livestreams. Okay, Leute, richtig fett. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, Kul'Vitarot ist mir völlig egal. Dieses Monster ist absolut bocklangweilig. Das zu farmen wird wahrscheinlich übelst brutal ätzend werden. Wir haben ein Appreciation-Fest, ja, okay. Schön und nett und gut. Das hier ist der absolute Hammer. The Witcher 3, Geralt von Riva. Da freue ich mich richtig drauf. Und das hier. Alter Falter, das haben wir uns gewünscht. Genau das haben wir uns gewünscht. Eine Eislandschaft. Die haben uns Nagakuga angeteasert. Wir werden Bariot bekommen. Höchstwahrscheinlich auch ein Sinogre. Sinogre ist tatsächlich auch in den Eiswelten vertreten. Vielleicht bekommen wir sowas wie ein Gammoth, die Furiosen. Wir wissen es nicht. Gammoth ist natürlich in der Eiswelt. Und da müssen sie auch die anderen Furiosen viel mit reinbringen. Vielleicht bekommen wir die Unterart des Agnaktor, Gletscher-Agnaktor. Man weiß es nicht. Ich bin übelst gehypt. Ich freue mich richtig. Und jetzt da. Nagakuga, Nagakuga. Und ins Eisgebiet gehört natürlich auch ein Elfenbein, Lagiakros. Ich freue mich richtig doll. Okay, Leute.
das war meine Reaktion auf diesen Stream. Special Developer Update von Monster Hunter World. Natürlich freue ich mich drauf zu hören, was ihr von diesem Update haltet. Wie kann man nicht gehypt sein auf dieses Ding? Wenn man Monster Hunter mag und Monster Hunter World gemocht hat, wie kann man jetzt nicht völlig abgehen wie ein Zäpfchen und sich einfach übelst für das freuen? Wir hatten immer Bedenken, ob Monster Hunter World überhaupt noch weiter supported wird oder ob sie direkt einen zweiten Teil für viele, viele Jahre später entwickeln. Das hier ist genau das Richtige. Monster Hunter World ist so gut. Es ist ein so gutes Spiel. Und das ist jetzt das, was noch gefehlt hat. Deshalb war Monster Hunter World wird wahrscheinlich nicht mein Spiel des Jahres sein. Ich liebe dieses Spiel, aber es fehlt halt einfach an Content. Und jetzt bin ich so gehypt. Und vielleicht rutscht Monster Hunter World durch dieses Update nochmal in eine ganz, ganz große Top-Liste von mir rein. Denn bisher liebe ich die ganze Monster Hunter-Reihe und speziell World. Und das könnte das i-Tüpfelchen sein. Also, meine Lieben. Daumen nach oben würde mich freuen, wenn euch diese Ankündigung gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst. Und ja, weiter gehypt sein, Leute. Probiert Monster Hunter und wir sehen uns. Ciao. Achso, ja, warte mal. Bevor ich jetzt richtig gehe, nochmal der Hinweis. Falls Leute von euch gerne Monster Hunter spielen, auf meinem Discord haben wir extra eine Monster Hunter Gruppe da unten. Da verabreden wir uns zum Spielen. Also wenn ihr Interesse habt an Monster Hunter oder ihr spielt gerne Monster Hunter, kommt gerne auf meinen Server, schreibt mich im Discord an und dann können wir schön zusammen Monster Hunter Generation spielen wir jetzt gerade auf der Switch und natürlich dann auch demnächst wieder ganz viel Monster Hunter World. Also meine Lieben, ciao, reingehauen.